Herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play anlässlich des Dammer DLCs inklusive des Contact Packs. Würde ich gerne mal mit Meva spielen. Da gibt es 5 schöne Achievements, die man sich holen kann. Ja, 2 speziell für Meva, aber gibt es noch 3 andere, die kann man gleich, oder 2 andere, die kann man gleich mit dazu nehmen. Ich habe übrigens auch ein neues Logo mir mal gemacht. Und ein neues Banner. So, da habe ich schon mal ein bisschen getestet. Mal reingeschaut, was so Neues gibt. Gehe ich dann auch gleich noch drauf ein. Ja, so. Übrigens, wenn euch das Let's Play gefällt, dann lasst mir doch gerne ein Like da. Und ansonsten, die noch kein Abo haben, auch gerne ein Abo, wenn ihr das weiter verfolgen wollt. Ein bisschen Werbung musste mal sein. Das werde ich jetzt nicht alles vorlesen. Das nehme ich einen Haufen Holz. Ihr könnt es gerne selber lesen. Ich scroll mal langsam runter. Das nehme ich einen Haufen Zeug. Ansonsten macht einfach mal Pause, dann könnt ihr es in Ruhe lesen. So, Religion, hinduistisch, Toleranz, Paar, Glaube, Ungläubige, ja. Regierung haben wir eine Monarchie. Die Region, da gibt es Tributstand, ist klar. So, wir haben nämlich gleich mal direkt Rebellen im Land. Okay, gehen wir erstmal auf die Achievements ein, die ich gern hätte. Und zwar Marana Pratap. Da brauchen wir 20 Rekruten-Regimenter. Das zeige ich dann gleich, was das welche sind. Das sind nämlich die Spezialeinheiten. Dann Meva Never Chains. Das werden wir als Meva alle Missionen abschließen. Wie bei England. Das können wir vielleicht auch mal mitmachen. Hier Pirate Bay of Shanxia. Das klingt noch interessant. Aber mit einem Freiborn 50 Handelsmacht erreichen. Sollte auch kein Problem sein. Das kann man leider nicht machen. Das auch nicht. Ah ja, der Sun Never Sets on the Indian Empire. Muss man halt London erobern, Kap, Gansu und Kishibi. Kishibi. Yay. Was war's noch? Das war's eigentlich. So, jetzt kommen wir mal zu den Ständen. Wir haben hier einmal die Brahmanen. Das ist sowas wie der Klerus war das, glaube ich. Schauen wir mal rein. Genau, dafür kriegt man die Admin-Punkte. Dann hat man hier noch. Wer war das? Moment. Das waren die. Sowas wie die Händler und die Vaishya sind auch sowas wie Händler. Das sind die richtigen Händler. Die können die Produktionseffizienz erhöhen. Genau. Und das war dann die Baukosten. Die Raibuten, das sind die, wo man die Regimenter ausheben kann. Kann man einen General ausheben, quasi die Adligen sind das. Hier kann man dann immer bis zu 10 Regimenter ausheben. Für je eine Provinz, die die besetzen, kann man ein Regiment ausheben. In unserem Fall wären das 5 Stück. Man kann den Raputen-Adel noch fördern. Das hier ist auch sehr gut, das kriegt man gleich mal mehr Angriffskraft. Also wir brauchen erstmal die Regimenter, nehmen wir uns mal. Den General. Übrigens, man muss jetzt, wenn man hier maximal erst 100 hat, dann geschieht eine Katastrophe. Sieht man hier wunderschön. Das Standsystem einmal komplett bearbeitet wurde. Wir nehmen dann gleich nochmal hier die 10. Können wir hier gleich schon mal
Genau. Das ist nur für die Reputen-Regimenter. Bringt dann gleich mal mehr Disziplin und alles. Für 10 Jahre, genau. Das holen wir uns auch gleich. Und die Militärmacht auch gleich. Hier kann man jetzt. Was war das nochmal? Kann man sich ein Darlehen holen, ein günstiges. Hier kann man nochmal den Einfluss steigern. Hier das gleiche. Ein Minister brauchen wir jetzt erstmal nicht. Das ist das Übliche hier. Mal dazu rufen. Da brauchen wir noch ein bisschen Einfluss. Da kann man nochmal Loyalität tun. Brauchen wir erstmal nicht. Hier kann man auch nochmal ein bisschen Einfluss holen. Geld kann man da noch holen. So, wir haben einen Untertan, den hier drüben. Jetzt ziehen wir mal zusammen. Jetzt haben wir hier die Spezialeinheiten. Die haben richtig viel Disziplin jetzt. Die hauen richtig rein. Indisch, ach so, einen Anführer haben wir noch bekommen. Der ist auch echt top. Die indischen Einheiten haben auch Fernkampfschaden ein bisschen. Dann hier ist hier der Missionsbaum. Der hat hier ein paar schöne Missionen. Da müssen wir Ordnung wiederherstellen, erstmal im Land. Da kriegt man sehr viele dauerhafte Ansprüche. Wenn man bestimmte Sachen macht. Hier zum Beispiel muss man eine Festung in Mawa bauen. Da muss man die Entwicklung ankurbeln in Mewa. Beziehungsweise Tempel Marktplatz bauen. Oder ein Gericht oder eine Festung. Da kriegt sie dann immer schöne Boni. Und wir kriegen die Hauptstadt wechselt öfters mal, habe ich gemerkt. Hier einmal. Dann das hier nochmal. Moment, ist das gleiche? Nee. Genau, die Hauptstädte wechseln öfters mal. Was auch sehr cool ist. Kriegt man hier nochmal Ansprüche. Dann kriegt man hier nochmal Ansprüche, genau. Das hier ist auch sehr gut, wenn man Delhi erobert. Was haben wir hier noch? Noch mehr Ansprüche. Da kriegt man nochmal eine neue Hauptstadt. Wo sind die dann? Schauen wir mal kurz. Ach, da oben. Okay. Und wenn man das nicht alles hat, kann man dann auch Barata gründen. Kam wahrscheinlich schon vorher, aber. Und hier brauchen wir Verein die Raiputen. Dann kann man auch nochmal eine andere Nation gründen. Das werde ich aber wahrscheinlich nicht machen. So, war noch was? Das war's erstmal. Ah, hier kann man noch eine Gottheit jetzt nehmen. Dann nehmen wir nochmal die Shakti. Da haben wir jetzt gleich noch mehr Disziplin. Plus die 10, was wir da haben, haben wir jetzt. So, 10. Hat noch nicht getickt. Okay, müssen wir noch kurz warten. So, wen haben wir denn als Rivalen? Malwa, Gujarat und Sindh. Klingt gut. Nehmen wir so. Wir sind am Anfang noch ein bisschen schwach, aber das macht nichts. Wir machen dann gleich mal Ansprüche. Unter anderem auf die kleine Mini-Nation. Die kann man dann mal direkt erobern. Da einmal. Jetzt müssen wir mal schauen. Das da kann man noch einen Anspruch machen. So, jetzt schauen wir da mal, wer uns alles als Freund will. Genau, hier wollte ich noch das schnell erobern. Rebell mal wechseln.
die hauen jetzt ganz schnell weg. Bäm. Seht ihr, wie schnell das runtergeht? Kaum Verluste, wunderbar. Mal ein bisschen zusammenziehen, so. So, Ansprüche haben wir leider keine, im Gegensatz zu Delhi zum Beispiel oder Jaipur, ne. Die anderen haben alle so ein bisschen Ansprüche. Gucken wir auch mal Jaipur. Ja, genau, da kann man jetzt zum Beispiel gleich mal ein Bündnis machen. Die wollen nicht. Die haben Feinde. Gujarat, Orissa, Vajayanga. Multan könnten wir auch mal ein Bündnis machen, wenn sie wollen. Wollen nicht. Belushistan sind im Kutsch. Die möchten auch noch nicht. Ach, gehen wir einfach mal hier in die Übersicht. So, kann man Unabhängigkeiten unterstützen. Keine, die interessiert. Schaut's hier aus. Da kann man unterstützen, oder? Ach, wir haben noch Waffenstillstand. Okay, da können wir erstmal nicht unterstützen. Die Truppe können wir mal hier rüberziehen. Aus Ida, wo ist das denn? Ach, das sind die hier unten, genau. Nee, die wollen wir nicht. Jaipur, möchte ein Bündnis? Noch nicht. So, wer möchte denn alles ein Bündnis? Alle, die ich nicht brauche. Delhi möchte ein Bündnis? Interessant. Möchte ich das? Eigentlich nicht. Sir Kind, könnte ich unterstützen. Bangladesch auch. Die Frage, ob ich das möchte. Ist Mother Multan verbündet? Mit Jaipur. Oh, die sind mit Bahamas verbündet. Das ist schlecht. Dann können wir das hier erstmal abbrechen. Die sind auch zu stark. Die sind eh damit verbündet. Jetzt sind. Die wären noch interessant. Unser Gebiet geht ja ein bisschen rüber. Können wir das da zum Beispiel noch holen? So. Holen wir uns hier erstmal einen Verbündeten. Die können erstmal ein bisschen trainieren. Die kriegen nämlich auch Disziplin, das ist nämlich super. Oh, ich bin gerade ein bisschen im Minus. Ah ja, genau. Bahamas hat Gujarat gleich mal den Krieg erklärt. Ganz allein? Nee. Bahamas, ob das so gut war. Ah, hätten wir da vielleicht doch einen Anspruch machen können. Haben wir auch mal ein Spionagenetzwerk? Obwohl, warte. Jetzt mal hier. Bündnis. So. Greifen die uns schon mal nicht an hier. Weil die sind genauso mit denen verbündet. Wir haben die so, Belushistan, Kaschmir. Das sind auch noch super Verbündete. Hatoti, können wir mal eine Staatsehe machen dann? Bei Gelegenheit. Dann ruht die sich erstmal aus. Oh, okay. Sind wir genau auf 0, auch nicht schlecht.
Chesser Meer, wie schaut's aus, mit Chaipur verbündet. Das trifft sich sehr gut. So, da dauert's noch ein bisschen, da kann man ein bisschen beschleunigen. Außer. Du könntest mal das. Der kann doch hier eigentlich mal den Besitz anspruchen. Wo ist das denn schon wieder? Wo sind die? Ah, das sind die kleinen hier unten, ne? Genau. Den brauche ich eigentlich nicht wirklich. Gut, da haben wir gleich das erste. Außer Anspruch abziehen. Simultan. Wollen wir Freunde sein? Ja, wollen wir. Sehr schön. So, komm mal hier hoch. Staatsherr aus Multan, sehr gerne. Die Frage, machen wir hier noch einen Anspruch drauf? Oder erobern wir die so? Bahamas und Bagala. Müssen wir kurz schauen. Das sind die zwei. Diesen Nischenkrieg, der ist ein Krieg. Haben wir hier noch einen Anspruch drauf? Den können wir mal abrufen. Oh. Er kriegt da ein bisschen viel Verschleiß. Nehmen wir da runter. So, jetzt können wir den. Nee, warten wir noch. Ist der. Voll ist. Mal hat Reva den Krieg erklärt. Okay. Außer. So, kann man den erstmal den Krieg erklären. Da ist Chaipur dabei, das sind die da drüben. Passt mal auf, wie schnell die down gehen. Und tschüss. So schnell geht das. Ja, schließ dich mal da an. Ja, genau, lass dich wegcatchen. Ganz geil. Oh. Tschüss. Oh. Okay. So, dann müssen wir hier noch ein paar dastehen. So. Ta. Können wir hier mal die Hälfte rausnehmen. Hat er Belagerung? Ja. Ziehen wir die mal zusammen. So, dann können wir hier auf die Ritma Anspruch machen. Ach, die werden schon angegriffen. So, was haben wir denn noch Schönes? Muss man nämlich direkt mal immer schauen, weil die alle permanent im Krieg sind. Was haben wir denn da? Mewat. Die sind noch im Krieg. Könnten wir eigentlich hier auch mal einen Anspruch machen. Die sind im Krieg. Ach, mit denen. Dann machen wir noch. Wie schaut's denn da aus? Oh, Delhi ist aber groß. Okay. Das ist doof.
Da haben wir Anspruch, da haben wir Anspruch, da machen wir ein. Na Gabe, auch nicht schlecht. Das ist ein Vasall von Delhi. Mit Garn sind wir verbündet. Die sind mit denen verbündet. Ah, schönes Dreiecksbündnis, das gefällt mir. Können wir hier mal einen Anspruch machen? Außer. So, kann man da rüber. Wir könnten mal Kriegsteine erheben. Das geht nämlich auch mit. Mit. Stände. Moment, wo war das? Ach, hier kann man übrigens auch die Gottheit wechseln. Geht halt nur alle 20 Jahre. Darlehen, nee. Ah, hier, bei den Weishia. Da kriegt man kostenlose Kriegssteuern. Das machen wir doch gleich mal. Noch einen Minister rekrutieren. Noch was Interessantes? Nee. Militärtech sind wir auch ganz weit vorn. Hat der einen Belagerer dabei? Ja! Können wir hier doch mal einen abziehen? Der geht noch damit rein. Ah, da ist ein Elefant. Das, der sieht nur so aus mit einem Content Pack. Sieht ja ganz hübsch aus. Ich weiß zwar nicht, warum der manchmal kommt, manchmal nicht. Kann ich leider nicht sagen. So, wir machen mal Anspruch bei Nevat und Ida, genau. So, das haben wir auch gewonnen. Sehr schön. Kommt mal hier rüber. Den werden wir gleich noch brauchen. Mal einen abziehen. Hier rüber. Oh, neue Musik. Schick. Schöne indische Musik. Ich hoffe, die ist laut genug. So, da haben wir jetzt auch einen Anspruch. Schauen wir mal rein. Ah, die führen nach Krieg, sehr schön. Kann ich ihnen schon den Krieg erklären? Ja, das funktioniert, wunderbar. Dann kleine Planänderung. Alle darunter. Denn solange wir noch so Top-Armee haben, erobern wir erstmal ohne Ende. Anspruch auch Nevat machen, das passt. Naibur hätte ich noch gern. Sind aber zu gut verbündet. Karata. Können wir mal die Unabhängigkeit unterstützen. Das wird sich später noch bezahlt machen. Hakuti tun wir jetzt mal Beziehung verbessern. Damit man den Vasall dann mal integrieren kann. Den greifen wir jetzt mal an, solange Bahamas nicht mitmacht. Wir müssen nämlich direkt von einkriegen den nächsten. Sonst wird das nämlich nicht. Ah, sie kommen nicht durch. Das ist doof. Brauchen wir hier mal Erlaubnis. So, dann marschieren wir nämlich gleich direkt weiter. Oh, okay. Wir hauen ab. Das war jetzt nicht so gut.
So war das ja nicht geplant. Wo wollt ihr denn hin? Ha, ha, ha. Pause. Gleich mal hier runterkommen. Danke. So, machen wir gleich mal wieder den Frieden. Einmal so. Geld. Die haben nicht besonders viel Geld, ist das Problem. Aber ich würde trotzdem das einzeln machen. Außer. So. So, dann gleich mit den nächsten. Die haben alle kein Geld. Sehr schön. Gut, jetzt sind wir nochmal noch schön im Krieg. Ja, ja, haut mir ab. Abziehen. Da anschließen oder da bitte. Aha, der haut ab. Wasser. So, jetzt habe ich es aber. In den Hochebenen nicht ganz günstig, aber immer noch Top-Armee. Bam. Nehmen wir mal die Hälfte. Geht das? Ne, ist immer noch zu viel. Machen wir das mal so. So, neuer Anspruch in Mewat. Ja, da ist keiner. Den haben die Bündnis. Oh, mit Delhi, das ist doof. Das kann ich dann vergessen. Das ist jetzt mit denen verbündet. Du bist mit Malwa verbündet. Das passt. Da machen wir da gleich mal ein Spionagenetzwerk. So, wir können jetzt hier erstmal ein bisschen. Wir haben nämlich kaum über den und das ist nämlich auch wunderbar. So, schaut's hier aus. Sind wir gleich ganz oben. Mal wieder einen kleinen Vorteil. Mal zusammenziehen. Gut, jetzt schauen wir nochmal schnell. Das wäre ein gutes Opfer. Die sind noch im Krieg. Was sind mit denen hier? Die sind auch noch im Krieg. Die sind mit denen im Krieg. Die haben wir Unabhängigkeit unterstützt. Den sind wir verbündet mit denen auch. Okay, das passt soweit erstmal. Können wir mal in die Hauptstadt ziehen. So, mal hier zusammenziehen. Danke. Schaut es da aus? Das passt, okay. So, neue Tech-Stufe. Das können wir erstmal so lassen. Das passt schon. Wir haben übrigens einen Moralbonus von unserem Anführer. Wo war denn das? Schauen wir hier nochmal rein. Ah ja, genau, die Festung wollten wir noch bauen. Ja, Janische und Brahmanische Bankiers. Wo sich Mewa normalerweise auf Janischen Bankierfamilien stützt, um Staatsanleihen zu finanzieren, sind die Jena weit nicht. Die einigen Geldverleiher im Reich, soll bestimmt einzigen heißen,
Mehrere Brahmanen engagieren sich ebenfalls im Bankwesen. Vertreter dieser beschuldigten uns nun der Bevorzugung der China, obwohl wir nicht die gleich niedrigen Zinssätze bieten können, betonen sie, dass sie Vertrauen der Hindus in die Brahmanen zu einem erhöhten Vertrauen der mewarischen Wirtschaft führen wird. China oder Brahman, ne? Ich glaube, ich nehme das erstmal. Kann ich nämlich hier noch nachher erhöhen. Sobald die in die Kritze. So, das haben wir gewonnen. Haben wir schon irgendein neues Opfer? Nee. Die sind schon im Krieg. Die haben da schon einen Anspruch. Sehr schön. Da ist das Dingens. Genau. Mewat können wir nochmal aufbauen. Wir da erstmal abziehen. So, jetzt schauen wir mal, dass hier unten das erobert wird. So, wie schaut es hier aus? Wir haben schon zu viel Beziehung, ja. Können wir hier mal aufkündigen. Wie schaut es jetzt aus? 4, 1 mehr. Können wir mal eine Staatsehe machen. Haben wir alles? Passt. Das hier oben ist noch etwas problematisch. Ausländischer Erfinder. Ich nehme mal Prestige und die positive Meinung. Das ist, glaube ich, erstmal wichtiger. Die belagern immer noch. Will ich meine Kriegssteuer verlängern? Pause? Kann ich das nicht wegziehen? Brauche ich das? Eigentlich nicht, ne? Abbrechen. Das sparen wir uns lieber. Kann ich die denn schon annektieren, ist die Frage. 54 erst, haben wir noch ein bisschen. Oh, sie hinten greift an. Oder haben die angegriffen? Oh. Angreifer gegen sie hin. Ja, das ist doof. Das könnte durchaus nach hinten losgehen. Die sind auch noch im Krieg. Okay. Niemand. Ah, habe ich schon. Okay. Und da noch einen drauf. Und da vielleicht. Jetzt müssen wir erstmal warten. Ich glaube, ich verbinde mich lieber mit Shainpur als. Na? Mit denen da oben. Na, wird das halt noch was? Genau. Ich würde gern beenden. So, Naga, haben wir einen Anspruch. Vishya Stahamba. Was macht denn das? Seine Siege über so viele Feinde wie den Surda von Malwa, die hinterlistigen Rajas von Marwa und die Gierung Surda von Gurayat zu viel erinnern, begann Rana Rumpa im Jahre 1442 den Bau eines einzigartigen Monuments. Die Fertigstellung des Vishya Tahamba. Das Name
mit seinen reich verzierten neuen Geschichten dauernd über 10 Jahre und nicht nur ein Testament für unsere Nation, sondern für Fähigkeit der Handwerkskunst, unser Bildhauer und Architekten. Oh, sehr schön. Dann hätte ich mal gesagt, wir machen erst die nächstes Mal weiter und machen dann Frieden in der nächsten Runde. Ich danke euch fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann zum nächsten Mal. Ich schätze mal, das wird der nächste Tag sein, also morgen. Dies wird erstmal eine Woche durchlaufen oder vielleicht auch zwei und dann wieder 3 Tage in der Woche. Also danke, bis zum nächsten Mal.